So, jetzt könnten wir mit dem Question and Go beginnen. Bist du ready, Rumatra? Da kommt einer rein und stellt eine Frage. Musste ich alles beantworten, aber bisher hatten wir nichts, wo eine wacke Frage kam. Ja. Moin! Also, meine Frage ist, nie wieder trinken oder nie wieder essen? Also allgemein trinken. Muss man trinken Wasser, oder was? Was meinst du mit Essen und Trinken? Einfach Nahrung und Wasser zu sich nehmen? Ja. ja, keine Ahnung, bist ja bei beidem tot, ist doch, oder? Also du stirbst halt nicht. Also, wie man stirbt nicht. Fuck. Also, nur rein theoretisch, man würde halt nicht sterben. Ja, weiß ich nicht. Dann würde ich nie wieder trinken. Okay. Also, aber wenn man nicht stirbt. Ja, Umatra, wie ist es bei dir? Ich würde auch nie wieder trinken. Okay. Ja, wer entscheidet sich denn dafür, nie wieder essen? Hä, ich würde mich, glaube ich, echt dafür entscheiden, nie wieder essen. Warum das denn? Weiß ich nicht, weil so ein geiler Cocktail, also nicht mit Alkohol, sondern halt ohne Alkohol, ist schon geiler als so ein Essen, finde ich. Also, geiles Essen? Ja. Da bist du... What the fuck? Da bin ich wahrscheinlich noch der Einzige. Ja, safe. Man würde sich halt Zeit sparen, wenn man nie wieder isst. Das ist definitiv. Weil getrunken ist schneller als gegessen, wenn ich meine. Ja, das ist klar, aber. Das ist eine schwierige Frage. Schwierig. Wenn man, ja. Ja, okay, sehr gut. War auf jeden Fall eine interessante Frage und ein interessanter Auftritt. Okay, ja, dann. Okay. Danke dafür und dir noch einen schönen Abend. Ja, ciao. Und sein Lachen so geil, hat sich aber nicht mehr bekommen. Ich war einfach super nervös. Manchmal lachen, wenn sie nervös sind. Hallo? Moin! Ich wollte euch mal fragen, was denn so euer All-Time-Lieblingsspiel ist. Oh, ich glaube, das muss ich die Frage beantworten? Ja, musst du, Spark. Spark fängt an. Ja, gut, ist halt schwierig. Ich könnte vermuten, vielleicht ist es Minecraft. Das ist echt schwierig. Wenn man seit 10 Jahren täglich Minecraft spielt, dann ist es... Ja, ich sag mal so, irgendwann verschmilzt halt auch so ein bisschen halt mit Job oder irgendwann hat es halt verschmolzen, ne? Jetzt so in der Freizeit, wenn ich jetzt nicht live bin ich jetzt nicht unbedingt irgendwie im Survival am Minecraft spielen oder so eine eigene private Welt habe ich jetzt nicht. Wäre aber auch lässig. Wäre auch geil, wenn du einfach so 6 Stunden Minecraft streamst und dann, gut, das mache ich jetzt bei der Cactus Farm hier, aber das ist ja auch eine Ausnahme. Ja, da arbeitet man ja so auf was hin, aber so eine eigene Welt, so nochmal drauf hin, aber hat man ja nichts eigentlich dann. Stimmt. Rumatra, wie ist bei dir? All-time favorite game? So insgesamt gesehen, von der Spielzeit her, müsste es wahrscheinlich sogar League of Legends sein. Hätte ich auch geschätzt gerade. Mhm. Bei mir ist es jetzt nicht nur ein Game, sondern sag mal der ganze Franchise, die ganze Reihe, Call of Duty. Ja. Startend ab Modern Warfare. War ich halt immer Prestige Master, das war halt immer ganz schön lange immer gedauert. Und sonst noch tatsächlich von der Spielzeit her, was ich dann sehr viel gezockt habe, ist auch tatsächlich Clash of Clans. Das habe ich früher viel gezockt und früher hat ja alles noch viel, viel länger gedauert als heute. Aber auch immer so chillig halt nebenbei, ne? Serie geguckt und nebenbei Clash of Clans gemacht. Das habe ich sehr viel gemacht. Das sind die All-Time-Favorite. Wenn ich jetzt so die Sachen sage, seitdem ich streame, sind das halt auch so die 2 Games, die ich am meisten gezockt habe. Clash Royale und Fortnite. Ja, ich denke mit den 4 Games, also Fortnite hat jetzt heutzutage auf jeden Fall Call of Duty überholt, aber aufs gesamte Leben gesehen. Ja, ja. Ja. Das würde ich sagen, ja. Ja, dann schönen Stream euch noch, ne? Danke. Gute Frage. Schönen Abend. Tschö. Wir haben den nächsten Kandidaten. Hallo. Moin, Meister. Moin. Ja. Meine Frage wäre, ob ihr dritt an Karma beziehungsweise an Schicksal glaubt. Oh, das ist eine interessante Frage. Wir lassen Romata den Vortritt wie immer. Oh, was eine Scheiße. Ich glaube an Karma und ich glaube sogar an Schicksal. So weit würde ich gehen. Wenn du sagst, glaubst dran. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube halt nicht an Zufälle. Ich glaube, dass alles irgendwie früher oder später Sinn macht oder hat. Ajo. Ich bin richtig das Gegenteil. Ja, ich bin eher so der. Also es gibt auch Zufälle, aber ich glaube, im Leben eines Menschen kann man vieles selbst steuern. Mit seinen Entscheidungen kann man schon ziemlich beeinflussen, wo man vielleicht eines Tages mal hinkommt. Ja. Extrem.
Ja. Also ich würde sagen, ich bin sogar komplett ganz doll überzeugt vom Zufall. Was, warum denn das Schicksal, dass es vorherbestimmt ist? Wer oder was soll denn was vorherbestimmen? Keine Ahnung. Aber ich glaube einfach nicht an Zufälle. Also war es Schicksal, dass du Streamer geworden bist? Nee, das wäre ein bisschen zu extrem. Aber ich glaube nicht, sehr gut. Schwierig zu erklären. Karma und Schicksal. Romata glaubt an Karma und Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal. Karma als irgendwie eine größere Macht, die, wenn du was Bescheuertes machst und du kriegst es später wieder, so irgendwas Höheres oder was das lenkt oder irgendwie sowas, da glaube ich nicht dran. Ich glaube einfach nur, dass Karma extrem praktisch ist. Also ich bin immer damit sehr gut gefahren, dass wenn du die richtige Entscheidung triffst, dass irgendwann langfristig du davon einen Vorteil ziehst. Also Karma ist einfach extrem, jetzt nicht, dass es irgendeine höhere Macht gibt, die dann sagt, jo, du hast hier was Beschissenes gemacht, aber was Gutes, und dann wirst du dafür später belohnt, sondern einfach aus der Gesellschaft. Weißt du, zum Beispiel, was kann man nennen? Eine unweigerlich folgende Konsequenz. Ja, genau. Zum Beispiel, dass ich viel für Charity gemacht habe, weil ich davon halt überzeugt bin, dass das was Geiles ist. Und dadurch habe ich halt unfassbar viel auch zurückbekommen, was gar nicht meine Absicht war, was dann aber unweigerlich danach passiert ist. Ja. Kontakte, die man knüpft oder sowas. Ja, genau, all sowas. Also immer, wenn man was Gutes macht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man langfristig davon was hat. Genau. Okay, vielen Dank. Das will ich sagen, genau. Dürfte ich noch wen grüßen? Na klar. Ja, dann grüße ich meine Luxemburger Kollegen. Die wissen auf jeden Fall, wer gemeint ist. Alter, Luxemburg, geil, haben wir noch nie von da gehabt. Hast du keinen Akzent, keinen Dialekt? Doch, im Chat waren schon ein paar Anmerkungen, aber ja, geht. Wir lernen schon Schule seit dem dritten Schuljahr, von daher, Deutsch zumindest, okay, sorry. Ja, okay, krass. Sehr nice. Ja, ist witzig, von wo überall Leute zugucken. Da denkt man halt auch nicht, klar, sehe ich das in meinen Statistiken, dass irgendwie 0,02% aus Luxemburg kommt, aber ist dann mal witzig, mit einem zu reden. Ja. Okay, oder Liechtenstein oder so. Vielen Dank. Ja, dann. Gerne. Und danke für die Frage und dir noch einen schönen Stream, schönen Abend. Jo, tschüss. Tschö. Oh, nice. Das melden sich alle aus Luxemburg im Chat. Bei mir ist auch jemand anscheinend. Ja, sind auch ein paar am Start. So, hallo, haben wir den nächsten? Hallo. Moin. Moin. Meine Frage lautet, was dein All-Time-Favorite-Streaming-Erlebnis war? Streaming-Erlebnis? Ja, also so während des Streams, was so der krasseste Moment war. Es waren halt so einige heftige Szenen so aus dem... Ich hab halt die Kürbisfarm gebaut. Aus Fortnite-Turnieren. Aber hier aber noch nicht so lange. Keine Ahnung, wieder 1000 Euro Snipe oder irgendwie sowas. Da hatten wir ja viele Szenen. Ansonsten... Mein allererster Win in Fortnite würde ich auch oben mit einstufen. Ansonsten noch so Charity-Streams, wo dann irgendwie eine Person mal 5.000 oder 10.000 Euro auf einmal gespendet hat. Was hatten wir denn sonst noch so? Berits Qualifikation für CCGS, oh ja. Ja. Die 10.000 Subs einmal knacken, genau. Hatte ich schon den Zuschauerrekord? Das war natürlich auch nochmal ein dickes Ding. Ansonsten die ganzen Casts. Ja, das waren so die Sachen, glaube ich. Okay. Oder wie lautet die Frage nochmal? Die schönsten Momente während des Streams. Ja, der krassesten. Ja. Ja, genau, dann ist es das, ja. Okay. Dann ist das einfach. Wie sieht es bei euch aus, Spark, Matra? Also bei mir, ich meine, Streams sind immer etwas ruhiger und gechillt. So, stimmt, ja. Sind jetzt nicht so nervenaufregend, aber ich glaube, die Twitch Rivals, wo ich mich auch nochmal bei dir bedanken muss, wenn ich dran teilnehmen kann. Also, hast du das mitbekommen mit den Twitch Rivals? Ja. Oh, ich bin echt muted, aber ja, ich hab's mitbekommen. Ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Genau. Also, da war halt sehr nervös, war wahnsinnig aufgeregt, halt so Sachen, ne? Erste so, falls mal so ein richtiges Anführungszeichen, wenn man es so nennen kann, E-Sports-Turnieren, Anführungszeichen. Gegen andere Nationen. In Frankreich hatten wir, Spanien und Polen war dran. Mhm. Und war halt mal was komplett anderes und aufregendes war halt auch erst kürzlich. Also, das würde ich bin dann so nehmen. Ja, okay, heftig. Sondern erst noch sehr, sehr. Vor allem, wenn man dann den Twitch-Rivals-Stream von den Twitch-Kommentatoren sich selbst dann sieht, wie sie gerade deinen eigenen Streamer filmen, dann denkst du, ups. Stimmt. Ja, ist gut. Romatra, bei dir? Auf jeden Fall eins ist erst mal 1000 Subs knacken, das war insane. Das hat sich irgendwie extrem geil angefühlt, weil halt, keine Ahnung, what the fuck. Mit 1000 Subs könnte man auch super gut nur vom Stream leben. Mhm. Und dann noch, ich fand den gerade aus meinem Stream einfach saugeil.
Das war auch aber dein erfolgreichster Stream, oder nicht? Ja, das war auch wahrscheinlich mit Abstand der erfolgreichste Stream, den ich je gemacht habe. Gut, das geht natürlich dann... Ja, stimmt. Ja, gut. Ja, dann, zwei Sachen. Dann sind das die... 27 Punkte Winter Royal noch. So ein Scheiß. Aber ja. Gut, das war wieder eine sehr gute Frage. Dir dann noch einen schönen Abend, schönen Stream, ja? Ja, dir auch noch. Jo, danke. Tschö. Ciao. Hallo, würdet ihr lieber alle Sprachen der Welt können oder mit einer Tierart sprechen können? Naja, was, also keine Ahnung, weil du jetzt auf einmal mit Hunden sprechen kannst. Hunde sind ja relativ dumm, also was wollen die denn sagen? Die denken ja wahrscheinlich nur sowas wie in ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will Gassi gehen. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube nicht, dass Tiere sich tiefe Gedanken drüber machen. Nee, also mit dem Hund zu unterhalten wäre, glaube ich, nicht so nice. Da wäre eine Schildkröte. Mit einem Alligator. Mit Affen. Nee, die sind ja alle sehr. Ja, mit einem Affen könnte interessant sein, aber selbst die können ja teilweise schon ziemlich gut kommunizieren mit Gebärdensprache irgendwie, dass die da schon... Ich habe heute zufällig was gesehen, so ein Gen. Was macht, dass wirklich diese Art von Intelligenz rüberkommt, wo Tiere mehr denken als nur essen, schlafen und so auf Reflexen basieren? Ja. Hatte ich gesehen von ClickZoom, der hat ja früher diese Promi-Interviews gemacht, heute macht er so Wissenschaftsvideos. Mhm. Hatte ich zufällig heute oder gestern gesehen, da gibt es ein so ein spezielles Protein, was die bei einem Affen eingesetzt haben. Die haben dann gesehen, dass das Gen wie beim Menschen so wellig wurde und vergrößert wurde und dadurch halt leistungsfähig wurde, so wie es aussieht, und das heißt, Planet der Affen ist theoretisch möglich in real. Und das haben halt keine anderen Tiere sozusagen, außer halt der Mensch, weswegen er halt zu diesem intelligenten Denken vorhanden ist. Also ich glaube, ein Hund hat, wenn dann nur so ein bisschen Basic Needs und macht sich nicht komplexe Gedanken über das Sein und das Ich. Also ja. Du wirst mit dem nichts Sinnvolles, glaube ich. Kannst du vielleicht Befehle geben oder sowas oder sagen oder sowas. Dann versteht er dich halt einwandfrei, aber mehr. Viele also... Tiere können auch keine Emotionen speichern. Können sich nicht dran erinnern. Aber die Frage ist, wenn du dich mit einem unterhältst, kannst du ihm dann alles sagen und versteht er alles? Also akustisch überhaupt? Könnte ich ihm dann sagen, keine Ahnung, geh mal, wenn ich jetzt dem Hund erklären würde, wie er mein Geschirr wäscht, würde er es dann machen? Bisschen schwierig ohne Daumen, aber ich weiß, was du... Ja, klar, also so rein theoretisch. Oder wenn ich ihm sage, okay, mäh den Rasen, muss nur den Rasenmäher nach vorne schieben oder so. Würde er das verstehen? Würde er das machen können dann? Ja, ich weiß nicht, ob ein Hund in der Lage ist, einen Rasen zu mähen mit seinem Körper. Der stellt sich auf, schiebt den Rasenmäher von einer B. Kriegt ja schon hin. Wäre schon fast sieg wieder. Selbstreflexion ist irgendwie nicht da. Kommt die Peter zu dir, Alter. Sehr klar. Nein, was könnte denn machen, der Hund? Ja, alles, was er mit seinem Körper macht, kommt drauf an, wie viel er denken kann. Auf jeden Fall könntest du einen guten YouTube-Kanal aufmachen. Ja, das stimmt, das wäre ein cooler YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du auch einen coolen YouTuber-Kanal aufmachen, wenn du alle Sprachen kannst, oder? Obwohl Tiere, glaube ich, noch krasser ist, weil Sprachen kannst du nur Google Übersetzer nehmen. Irgendwie kriegst du dich hier mit jemandem zu verständigen, aber wirklich Tieren zu reden, wärst du der Einzige, der das nicht glaubst du dir auch niemand. Aber das kannst du ja beweisen. Ja, das kannst du ja beweisen, wenn du sagst, oh, Hund, dreh dich fünfmal im Kreis und versuch ein Salto und der macht das, dann ist ja schon irgendwie ziemlich nice. Ich würde trotzdem, glaube ich, alle Sprachen der Welt nehmen. Voll geil. Also okay. Weil ich einfach nicht weiß, wie nice das ist, sich mit einem Tier unterhalten. Ich glaube nicht, dass sie so viel hinkriegen. Und ihr beiden anderen? Mit nur einem einzigen Tier. Ich müsste es mir aussuchen, ich dürfte nicht wechseln. Ja, eine Tierart. Ach, eine Tierart. Also, wie, was bedeutet Tierart? Ja, ein Hund oder ein Delfin oder ein Krokodil. Ach so, ja gut. Nee, da würde ich auch die Sprachen nehmen. Weil dann nachher sag ich, okay, ich würde mich ja mit Delfinen unterhalten, dann merke ich, dass die sau doof sind. Habe ich nichts geguckt. Wäre sau beschissen. Delfine sind mit die ähnlichsten Tiere zum Menschen, glaube ich. Ja, so genau, genau. Deswegen würde ich die auch Delfine wählen. Und Schweine, glaube ich. Aber was ist, wenn ich dann trotzdem rausfinde, dass die trotzdem, auch wenn sie so ähnlich sind, immer noch extrem dumm sind? Dann wäre ich ja voll enttäuscht. Wäre ganz scheiße. Ich würde auch die Sprache nehmen. Ja. Ja, auch die Sprache. Alle würden die Sprache nehmen. Okay, war aber auch wieder interessant. Vielen Dank dafür und dir noch einen schönen Abend, schönen Stream. Tschüss, ja. Guten Abend. Tschö. Noch. Danke, tschö. Die Affen-Gang. Scheiße, niemand könnte dir beweisen, dass du diese Affen angehört hast. Das ging ja einfach nicht. Stimmt. Das wäre einfach nicht möglich. Aber du würdest einfach regelmäßig Affen behalten und die würden dann Banken ausrauben und das Geld auf irgendwelche Konten in der Schweiz überweisen. aber die Affen kriegen, glaube ich, kein eigenes Konto. Stimmt, das ist richtig. Habe ich was gesehen, auch kürzlich in einem Video gibt es eine Touristenattraktion oder irgendwo Touristenort. Affen klauen von Menschen Gegenstände, Sonnenbrillen, Handys, Taschen, alles mögliche und tauschen das dann gegen Essen ein. Ne? Und wer das die nahrhafte Essen anbietet, kriegt dann die Sache wieder zurück. Das ist interessant.
Null. Und ja, die machen sich Gesichtsklauen, Sonnenbrille, und dann, wenn ihr das Essen gibt, lassen die das fallen und machen.